Yay! Endlich bin ich da. Schönen guten Abend wünsche ich euch. Hart verspätet, aber trotzdem schön, dass ihr da seid. Willkommen zu Let's Play Final Fantasy 8. Und wir sind mit Valentine unterwegs und den kleinen Schnuffelpuffels, Selfie und Christus. Und wir müssen mit ihr, mit den dreien runter in den Keller. Aber vorher, glaube ich, muss ich nämlich noch die, die GS austauschen. Wenn mich nicht alles täuscht, ja, sage ich ja. So, nochmal. Nee. Truppe, Austausch. Selfie bekommt Renoa. Er, Christus bekommt Xell und Irvine bekommt Squall. So. Geht doch. Und ab geht die Post. Also. Runter müssen wir. Die anderen laufen nach oben, wir laufen nach unten. Umso schöner. Und dann können wir vielleicht auch irgendwann den Fahrstuhl benutzen. Hoffen wir das Beste für unsere Truppe. Ja. Blöderweise wurden wir beim Attentat auf die Hexe Edea gefasst und in ein Gefängnis gesteckt. Dieses Gefängnis scheint wohl in den, ja, irgendwie in die Wüste abzutauchen. Und unsere drei Freunde, oder unsere sechs Freunde, versuchen jetzt einen Ausbruch. Und mit ein bisschen Glück klappt das Ganze auch wie gewünscht. Werden wir ihn sehen. Yay! So, das Gute ist, dass die Gegner gar nicht so viel Schaden machen. Das heißt, wir kommen hier relativ gut durch. Hoffe ich zumindest. Ja, komm, ein Hit noch. Wüss. Voll daneben. So, sag ich doch, ein Hit noch und dann ist die Sache hier gelaufen. Wunderbärchen. Ah, super. Kabankel erhält Heilmedizin. Das ist eine coole Angelegenheit. Damit kann man nämlich unglaublich Geld farmen. Dann können wir mal bei Kabankel mal eben schnell was anderes machen. Konter nicht. Magika klingt gut. Obwohl, Zustandsabwehrkopplung. Das klingt auch geil. Ja, nehmen wir die mit. Können wir nochmal kurz gucken, was die anderen hier eigentlich gerade machen. Zeitwandler, das klingt auch geil. GF-Magie. Ja gut, der hat jetzt schon über die Hälfte, dann soll er das machen. Oh, aber das ist auch ziemlich geil. Zustandsabwehr mal 2. Egal, hier sind wir auch schon wieder. Das machen wir dann, glaube ich, sobald wir ein bisschen mehr gemacht haben. Kugelwandler ist schön. Was haben wir hier? Okay, ja. Lassen wir die erstmal so laufen und sobald sie dann ihre Fertigkeiten erstmal raus mit der Maus aus dem Bildschirm, sobald die dann ihre Fertigkeiten sozusagen durchgezogen haben, dann können wir nochmal gucken, was wir anpassen können. Oh, der ist neu. Der Fette. Aber ich würde mal sagen, ganz einfach Quetschekottel. Und du bespielst mal den Guten hier. Ja, dachte ich mir. Irgendwie sowas wie Eisenkugeln bekommt man von denen. Irgendeinen guten Gegenstand, den wir sicherlich zum Aufwerten von Waffen benötigen. Ja, die Potion ist immer, ist nie verkehrt. Und, ach ja, wir müssen hier auch anfeuern. Ganz vergessen, immer schön fleißig die X-Taste hämmern, so gut es geht. Ja, schade, ich hatte mal einen besseren Xbox-Controller, bei dem waren die Tasten ein bisschen sensibler, was den Druckpunkt angeht. Ich glaube, damit hätte ich wahrscheinlich um einiges besser spielen können. Das ist jetzt ein Standard Xbox 360-Controller. Ich bin kein Freund von diesen kabellosen Dingern, muss ich gestehen, sondern eher von den Geräten mit Kabel. Ah, sehr schön. Diablos hat Zeitwandler. Dann wollen wir das natürlich auch gleich nutzen. Und gucken.
Trefferkopplung. Das klingt doch super. HP-Kopplung. Nee, komm. Trefferkopplung ist gut. Oh, Schatten klingt aber auch noch ziemlich geil. Na egal. Lassen wir so. Diablos beste beste Viech. So, eine Etage haben wir noch vor uns. Und zwar diese hier. Dann müssen wir zur dritten runter. Also wir müssen zur dritten runter. Da müsste dann die Steuereinheit für den Fahrstuhl sein. So, knapp mit dir. Und ja, oh, der Kran. Schnell rauf. Sehr gut. Jetzt sind wir hier. Was hast du? Dankbar, dankbar. Cool, wir haben eine Hütte erhalten. Jetzt kommen wir uns richtig... Moment. Überlassen wir irgendwann die unteren Etagen. Der Ausgang ist ganz oben. Okay, hab's verstanden. Dann laufen wir halt eben... Achso, wait. Bevor wir mit denen hier irgendwie groß durch die Gegend düsen, müssen wir natürlich auch wieder einmal wechseln. Also, Rinoa übernimmt Selfie. Christus wird von Xell übernommen. Und Squall von Valentine. So, und schon sind wir wieder akkurat ausgerüstet, um hier weiterzulaufen. Wait, nein, verdammt. Ich dachte mir, ich hätte da vielleicht nochmal weiter nach rechts laufen müssen. Dämmel, dämmel, dämmel. Okay, überlassen wir irgendwann die Unteretagen. Ja, toll, ich will aber auch. Ja. Gut, hier haben wir netterweise schon mal einen Safe-Spot. Das ist ausgezeichnet. Können wir den hier auch gleich mal nutzen. Jo, wunderbar. Haben wir hier vielleicht noch irgendwo irgendwas Verstecktes rumfliegen? Nix. Was haben wir hier? Nix. Okay, Gegner müssen sein. Ich würde ganz gerne mit ein paar mehr Leuten stehlen können. Nicht nur mit einem oder zwei. Chance auf Erstschlag, das ist super. Rinoa fängt gleich an. Perfekt. Quetschakottel ist auch immer gut. Und Eisenkugeln. Perfekt. Okay, meine Freundin singt irgendwas vor sich hin. Ach so, du hast... Ach so, ich hab... Okay, check, hab's verstanden. Ich hab gerade eine Nachricht auf meiner Uhr bekommen und hab mich gewundert, wer geschrieben hat. Aber es war meine Freundin. Sie wollte sich damit nur bemerkbar machen, dass sie das war. Niemand anders. Ja, ja, was ich so nebenbei alles mache. Ich lese den Chat, ich drücke Tasten, ich spiele dieses Spiel. Schön, dass ihr so nachsichtig gewesen seid mit meiner sehr langen Verspätung und riesengroßen Art Fast-Stream in der Zeit. Ja, ja, ich kann auch den Chat nebenbei lesen. Also, spammt mich ruhig zu, stellt mir Fragen, sagt, dass ihr mich lieb habt. Das kann aber nur eine Person, also mir etwas sagen. Ich hab dich lieb! Yay! Woo! Ich werd lieb gehabt. So, hier ist auch soweit nichts. Was haben wir hier? Oh, yeah, wir sind draußen. Gefangener ist... Hä? Gefangener ist untersagt. Oh, ja, das war ein glücklicher Zufall. Das war... Oh, was hat jeden für Viechers? Lass sie nicht entkommen. Okay, dich berauben wir erstmal. Was bekommen wir? Diebstahl fehlgeschlagen. Na gut, okay. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwas drawen können. Hast du schon was drawen? Hast du schon mal gut? Squall ist vergiftet, das ist uncool. Hat der hier noch irgendwas, was wir noch nicht haben? Nö. Nee. Dann. Oh, Gemach ist aber auch ziemlich nice. So, was. What? Okay, ich glaube, ich werde mal hier gleich erstmal meine GFs rauskramen. Bevor ich hier, nee, erstmal rauben, dann GF Brothers. Und? Eine Rakete gestohlen. Sehr gut. Ich mag Raketen. Und dann können wir auf den auch nochmal kurz einmal, Diebstahl machen. Und noch eine Rakete. Rinderwahn!
Ich glaube, mit dem haben wir ja jetzt auch, jawohl, bejubeln offen. Das ist perfekt. Los, los, Brothers, los, los, Brothers. Ihr müsst alle mitmachen. Los, los, Brothers. Nein! Das kommt davon, weil ihr nicht gejubelt habt. Achso, mir geht's gut. Wie geht's euch? Also dir vor allem, komm. Jetzt, wo du so nett fragst. So, auch nochmal eine GF hinterher. So, Quetschakottel finde ich, glaube ich, unglaublich gut mit Blitz. Die sehen mir nämlich sehr mechanisch aus. Ich habe keinen Bock, gerade Analyse zu nutzen. Schauen wir mal. Schmack. Ja, doch. Ja, ja, 900, das war okay. Ah. Mikro-Rakete gefällt mir überhaupt nicht. Ach, ich bin noch Brothers. Brothers ist okay. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass Squall jetzt das Zeitliche segnet. Deswegen nutzen wir mal lieber eine High Potion auf ihn. So, die beiden haben wir nämlich eh schon ausgeraubt. Die können nichts mehr. So, Brothers! Her mit dem Rinderwahn. Damit die mal ein bisschen Stimmung sehen hier. Und geht da noch was? Da geht noch was. Sweet. Kommen wir auf 150? 150? Jawohl, 160 schafft man. Schade. Ah, wunderbar. Und da kippen sie einfach um. Wunderbar. So. Keine Erfahrungspunkte. Das ist frech. Hm. Hey, Squall, hörst du mich? Ja? Nanu, was geht denn hier ab? Hey, 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 hey. Du meintest doch, nicht etwa das hier? Was ist, wenn Squall und die anderen schon vorausgegangen sind? Ich höre euch. Hey, seht ihr? Es war doch okay. Squall, gib mir von dort die Erlaubnis zum Hochfahren. Wie geht das? Hey, überlass das mir. Einfach wild irgendwelche Knöpfchen drücken. Okay, wir kommen gleich. Warte eine Sekunde. Hm, ziemlich langsam. Lassen wir uns doch Zeit. Es scheint, dass sie okay sind. Das ist doch super. Das, mehr wollte ich auch gar nicht hören. Ich wollte nur hören, dass die okay sind. So, wir pulvern nochmal ein paar Tränke raus. Squall hat genug. Ja, komm. Dann sind die alle wieder gut drauf. Und wir können hier weiter. Ich hoffe, dass wir hier jetzt nicht einfach so drauf gehen. Das ist aber jetzt eine unschöne Situation. Oh. Das erklärt natürlich auch, warum das Ding so aufgebaut ist. Was zum Henker? Es bringt gar nichts, dir jetzt rauszugehen. Nein, als ich vorhin ankam, war hier alles... Wir gehen erstmal in den anderen Komplex. Okay, machen wir. Oh, das ist gar nicht gut. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Was passiert jetzt? Oh oh. Los, Squall, schnell, hier rüber. Ach, jetzt doch in die Richtung. Okay, wir arbeiten uns langsam in die richtige Richtung, glaube ich. Oh wei.
War das jetzt gut oder war es jetzt schlecht? Was ist jetzt gerade passiert? Na, scheint gut gelaufen zu sein. Das gerade eben war ja ziemlich knapp. Stimmt. Kein Wunder, dass der Kram so langsam war. Es gab Tauchalarm. Jedenfalls sollten wir hier weg. Ja. Ich mag diesen gelben hier. Ich nehme dann den anderen. Ich auch. Hey, hey, hey. Na komm schon, Irvine. Feier. So wie die schon wieder fahren, könnte man seekrank werden. Was passiert, wenn Amerikaner ein Auto mit Gangschaltung fahren? Was ist? Die Hexe plant einen Raketenangriff auf den Garten? Rinoa sagt, dass Irvine das gesagt hat. Wir müssen schnellstens den Garten wahren. Steigt ein. Balamp und Trabia Garden sollen die Ziele sein. Wir werden den Angriff stoppen. Wir müssen den Angriff verhindern. Absolut richtig. Aber erstmal möchte ich diesen Drawpunkt nehmen. Nom. Danke sehr. Okay. Wollen wir jetzt mit Selfie über unseren Plan sprechen? Ja, komm, Selfie. You are the boss. Das berührt nicht nur Selfie. Ich kann sie gut verstehen, aber... Ich werde tun, was Squall sagt. Endlich mal einer, der es verstanden hat. Na komm, Selfie. Du bist da hochgekommen, dann komme ich auch zu dir hoch. Ich war bis vor kurzem im Trabia Garden. Ich kann nicht einfach herumstehen und Däumchen drehen. Bitte, bitte, Chef, sag uns, wer zur Raketenbasis geht. Leicht gesagt, das ist ja ein Himmelfahrtskommando. Wir stimmen jetzt ab. Squall wählt die Leute aus und geht nach Ballam zurück. Wer dagegen ist, meldet sich bitte jetzt. Du kannst frei über mich verfügen. Du bist kein Seed. Squall, du bist der Anführer. Teile jetzt die Truppen ein. Anführer? Mich hat man ja gar nicht gefragt. Oh. Ich habe gehört, dass man zuerst Trabia, dann Balamp angreifen will. Das ist beides nicht cool. Okay, nach Balamp Garden. Who's going to Balamp? Du gehst nach Balamp? Die ticken wohl nicht richtig, die Galbadianer. Okay. Geht das hier einfach mit Truppe? Nee, das geht nicht. So. Sorry, meine Freunde. Ich konnte nichts machen. Ich bete, dass euch nichts passiert. Das waren doch bestimmt Blindgänger, oder? Ganz sicher. Chef, schnell nach Balamp. Wen nimmst du jetzt mit? Squall, na los. Squall, entscheide dich. Denk gut nach, Squall. Warum ich? Schon gut, ich mach ja schon. Nach Balamp gehen Xel und Irvine. Also, die Jungs. Die Mädels, die gehen... Wo auch immer hin. Ist das okay? Komme ich damit klar? Ja, damit komme ich klar. Ich gehe nicht nach Balamp. Ich gehe zur Raketenbasis. Ich muss Trabia rächen. Das war das Balamp-Team. Der Rest geht zur Raketenbasis. War die Einteilung richtig? Ja, es bleibt dabei. Ich bin auch dafür, dass wir erstmal shoppen gehen. Wir handeln zum ersten Mal nicht auf Befehl oder Auftrag.
Selfie, hast du einen Plan? Wenn wir diesen Galbadia-Wagen nehmen, werden sie uns sicher hineinlassen. Was danach passiert, überlegen wir, wenn wir dort angekommen sind. Ist das okay? Sorry, ich meine, danke. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Schnell zum Ball am Garten. Schnell zum Ball am Garten. Wir sehen uns im Ball am Garten. Okay, Cell hat einen Wallhack gefunden. Der kann einfach so in das Auto einsteigen, ohne eine Tür aufzumachen. Sweet! Geiler Dude. No Clips an und so. Squall, Tempo! Wir nehmen den Zug. Ach, wenn da oben nicht irgendwelche komischen Leute wären. So, jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal koppeln. Irvine ist doch, glaube ich, komplett ungekoppelt, sage ich doch. Nee. Das wollte ich nicht. Truppe. Wer hat's? Ich glaube, Selfie war's. Gucken wir nochmal. Nee, Selfie war es nicht. Dann war es wohl Rinoa. Ja, Rinoa hat... Nee. Dumm gelaufen. Also. So. Und... Wait. Einfach nur, ich traue dem nicht blind. Ja, das sieht gut aus. Können wir mal hier schauen. Tobsucht. Dann lieber Blende. Dann können wir nochmal gucken, ob wir irgendjemanden... ob wir Irvine nochmal irgendwie Blende zuschießen lassen können. Nee, er hat nichts. Die Zauber lassen wir einfach mal bei denen. Nee, nothing. Na gut, okay. Dann muss das so. Passt schon. Was war das denn? Fehlt hier jetzt nicht gerade dieser Aufruf von wegen Level Up oder so? Ah, hier können wir lang. Da drüben sind noch ein paar galbadianische Idioten. Ach, das macht nichts. Oh, umso besser. Die sind gerade abgehauen. Dann klauen wir uns nochmal den Zug. Tschüss. Hat Spaß gemacht. Ey, stopp. Wow, Squall. Stehen bleiben. Zeig euch meinen Kampfgeist. Hui, nicht schlecht, aber man nimmt dich nicht. Sorry, Freund. Wie gemein. Einfach mal kurz einen Zug gechartert. So. So, jetzt müssen wir... wie war das nochmal? Ah, Viereck ist das. Wir müssen mal gucken, wo hier die Raketenbasis... Ach stimmt, das war die Raketenbasis. Egal. Aber wenn die jetzt hier diese Tour machen und hier so durch die Gegend touren und fahren, dann brauchen die ja eigentlich die Guardian Forces. Gut, das machen wir erstmal hier oben. Wir fahren jetzt erstmal eine Runde... shoppen. So, ausgezeichnet. Dann gleiches Spiel. Wieder mal die Truppen koppeln. Rinoa übernimmt. Wie war denn das nochmal? Achso, die hat sonst immer Selfie übernommen. Dann übernimmt sie jetzt Irvine. Selfie übernimmt Cell und Christus übernimmt. Genau. Weil nämlich, das ist eine mega coole Angelegenheit, wenn mich nicht alles täuscht. Und zwar kann ich, wenn ich jetzt lustig bin... Ja genau, ist echt so. Mit 3 km/h anlaufen. So, erstmal müssen wir hier, wie gesagt, ein bisschen shoppen gehen. Das ist nämlich mega gut. Wir haben jetzt nämlich 30.000 und passt auf, das wird bombastisch, sage ich euch. Weil ich kann nämlich
wenn ich hier ein Itemgeschäft finde. Hallo, tschüss. Kann ich nämlich. Wo ist denn das Itemgeschäft? Das war hier unten, glaube ich. Nee, das war das Waffengeschäft. Hier müsste das Itemgeschäft sein. Genau. Kann ich nämlich Zelte kaufen. So. Ich fange erstmal mit 10 an. Sicher ist sicher. So. Und diese Zelte kann ich dann jetzt nämlich mit Ability Heilmedizin in Mega Potion. Aus 4 entsteht eine Mega Potion. Kann ich nämlich jetzt. Moment. Zelt. Wie viel herstellen? Kann ich nämlich 3 herstellen und kann die jetzt wiederum verkaufen. Mega Potion, Mega Potion. Da, für 5000. Das heißt, wir können 4 Zelte kaufen für jeweils 1000. Das sind 4000. Und können die jetzt verkaufen für 5000 und machen damit 1000 Kill Gewinn. Ha. So. Und genau, das machen wir jetzt nochmal ganz kurz ein paar Mal. Es gibt auf jeden Fall bessere Möglichkeiten, das zu machen. Aber im Besitz haben wir 2, das heißt 36, jawohl. Wichtig ist dann natürlich nur, dass wir auch genügend Zelte dann nochmal nachkaufen. Wenn wir hiermit fertig sind. So. Das wird natürlich jetzt mega langweilig. Zumindest schon mal 20.000 Gil gemacht. Das machen wir ruhig noch zweimal. So, Zauber. Ability war das genau. Heilmedizin, Zelte, einfach alle weg. 14. Das heißt, wir machen wieder 14.000 Gil Gewinn. Link. Das sind schon 70.000. Heilmedizin. Und nochmal verkaufen. So, jetzt haben wir noch 3 Zelte über. Mega Potions brauchen wir aktuell nicht. Dementsprechend schmeißen wir die weg. So, jetzt können wir hier aber ganz geschmeidig ein bisschen Kohle auf den Kopf hauen. Davon nehmen wir gleich mal 11 Stück mit. Davon auch nochmal 11 Stück, so dass wir 20, 40 haben. Phönixfeder nochmal 2. Goldnadeln sind okay. Jetzt holen wir uns nochmal ein paar Zelte, 10, machen wir 12, dann haben wir 15 Zelte, zack, und gehen sogar noch mit Plusgeschäft raus. Nice, oder? Ist das geil? So, jetzt können wir noch mal kurz schauen, ob wir nicht irgendwem noch mal eine neue Waffe verpassen können. Leider nicht. Schade, was brauchen wir denn hierfür? Drachenschuppen, eine. Das wäre cool, wenn wir das mal hätten. Haben wir aber nicht. Gut, dann sind wir hier eigentlich auch schon wieder durch. Und können uns jetzt
schön und gut ausgerüstet. Ich hoffe, dass wir zumindest gut ausgerüstet sind. Um unseren ganzen Kram kümmern. Ich laufe jetzt einfach mal im Kreis. Irgendwann kommen wir schon rechtzeitig an. Ja, ich glaube, jetzt müssen wir nur noch hier hoch und dann sind wir eigentlich, glaube ich, schon am Ziel angekommen. Ja, fast. Nee, ich habe bisher nur das erste Buch von Squall bekommen. So, perfekt. Wir sind jetzt hier durch. Das, was wir gleich noch machen können, ist hier draußen natürlich abspeichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Folge. Let's play Final Fantasy Hachi. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.